So, heute sind wir wieder da. Ich begrüße ganz herzlich die Anke Garbe. Hallo Anke. Hallo Monika. Heute haben wir ein spannendes Thema. Herbstzeit ist bei uns immer gewesen Schwammerlzeit. Ich komme aus Bayern, da sind es die Schwammerl und nicht die Pilze. Und ich werde ganz oft gefragt, kannst du nicht so einen Pilzworkshop machen? Sag ich, nee, will ich nicht. Aber jetzt machen wir es auf diese Art und Weise. Und ich habe gerade schon ein bisschen erzählt, der Anke, ich bin aufgewachsen mit Pilzen. Bei uns in Bayern, meine Eltern und alles, wir sind als Kinder schon in den Wald gegangen, haben Pilze gesucht. Und für uns war das ganz normal. Und wir haben es mit unseren Kindern gemacht und die machen es jetzt mit den Enkeln. Und so wird jeder eingewiesen. Wir kennen auch nicht alle Pilze. Wir kennen die, die wir kennengelernt haben durch Überlieferung vom Opa, vom Papa, vom vielleicht auch noch selber den einen oder anderen einmal kennengelernt hat. Und einfach dieses in die Natur gehen und Spaß haben und dann einmal zu schauen und den einen oder anderen Pilz, Mensch, den kenne ich, und mit dem beschäftigen. Und das ist das Schöne. Und vielleicht auch den einen oder anderen einmal mit Genuss essen, in der Soße, in der Suppe, egal wo, oder als Schnitzel. Und es ist einfach eine tolle, erdige Energie und eine erdig, wow, kraftvoll. Und die Anke will uns heute ein bisschen zeigen, wie man, oder ein bisschen einführen, wie man den Einstieg findet in die Welt der Pilze. Das ist natürlich auch ein Riesenthema. Und wir haben schon gesagt, wir werden da sicher noch weitere Videos machen, weil das kann man nicht auf einmal alles beipacken. Und heute machen wir einfach nur mal den Einstieg und so ein bisschen die ersten Pilze, so was kann man machen oder wie kann man bestimmen oder was sind Pilze überhaupt? Was ist die Welt der Pilze? Das ist ja auch so spannend. Okay, was Ja. sind Pilze? Naja, Pilze verbringen eigentlich den Großteil ihres Daseins unter der Erde. Also man spricht von dem Pilzmyzel, das sind die Wurzeln der Pilze. Oder naja, Myzel sind nicht direkt Wurzeln, es ist ja sehr, sehr lebendig. Und das, was wir als Pilze kennen, was dann an die Erdoberfläche tritt, das sind letztendlich nur ihre Fruchtkörper. Also sie kommen nur, Ja. um sich zu vermehren, auf die Erde. Und das, wie gesagt, die meiste Zeit ihres Lebens verbringen sie einfach unter der Erde als Pilzgeflecht, als Myzel. Das sind Pilze. Ich muss bloß schnell schauen. Wir haben ja da Fotos vorbereitet. Ja. Und jetzt gucken wir mal, ob ich das wieder hinbringe mit dem Teilen, da ist es, der Super. Pilz. Und da unten Genau. ist das Myzel. Ja, und das müsst ihr euch viel, 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 viel größer noch alles vorstellen. Na, es ist einfach ganz feines Geflecht, Gespinst an Pilzfäden, beziehungsweise das Ganze ist das Myzel. Genau. Und dann sieht man hier auf diesem Bild so einen Aufbau von einem Pilz. Pilze können sehr unterschiedlich aussehen, aber wir nehmen jetzt mal so einen Pilz. Das nennt man einen Ständerpilz, weil er hat einen Stiel, er hat eine Scheide, also er kommt sozusagen wie aus einem Ei geschlüpft. Und Scheide sind sozusagen diese Reste von der Umhüllung, die dann noch dran sind. Dann den Stiel. Manche Pilze haben einen Ring, nicht alle. Dann gibt es den Hut und unter dem Hut sind entweder Lamellen oder Röhren. Ne? Röhren, also viele kennen vielleicht den Steinpilz, das ist so richtig schön, wie du auf Bayerisch so schön sagst, die Schwammerl, also richtig ein Schwamm einfach auch.
Oder aber Lamellen, das sind hier diese einzelnen kleinen gefiederten Teilchen von dem Pilz. Also es gibt, daran kann man alleine schon Pilze unterscheiden. Und unter dem Hut ist sozusagen die Fruchtschicht, wo die Sporen gebildet werden, damit der Pilz sich einfach vermehren kann. Also die Pilzsamen. Und das finde ich ist auch super spannend, dass es ganz ein, dass wir ständig von Pilzsporen umgeben sind. Also Pilze sind in uns, Pilze sind um uns herum, also diese Sporen. Und das fand ich war eine spannende Erkenntnis. Also das ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Pilze wecken so eine ganz andere Begeisterung nochmal als Pflanzen. Was die Pflanzen nicht schmälern soll, aber die Pilze, die haben so einen Überraschungseffekt, so einen durchdringenden, ja, aber dazu können wir gerne im Gespräch noch etwas mehr, ja, was Ja, Pilze auch sind. das, was man ja gar nicht sieht, auch eben dieses Geflecht unter der Erde, wie die sich in der Erde verbreiten, wie das alles wächst. Ja, ne? Man vergleicht es gerne, wird immer wieder gesagt, dass es wie ein Apfelbaum ist. Ja? Das Myzel ist der Baum und die Pilze, die wir sehen können, das sind sozusagen die Äpfel, die man dann ernten kann. Genau. Und vielleicht auch wichtig noch zu wissen, welche Aufgabe haben eigentlich Pilze? Hier ist auch nochmal ein schönes Bild mit dem Pilzmyzel. Ja, Na? das finde ich total, wie auch dieses Größenverhältnis, dass man das ein bisschen sieht, wie groß das eigentlich ist, wie Ja, umgreifend, raumgreifend. richtig. Und auch schön, ihr kennt vielleicht, dass man sagt, das sind so Hexenringe. Also wenn Pilze in so einer Ringform auf einmal wachsen, ne? Das ist wie so ein Kreis bilden die. Der Pilz bildet seine Fruchtkörper immer am Rand seines Myzels. Ja, Daran kann man zum Beispiel dann auch ausrechnen, wie alt ein Pilz ist. Denn jedes Jahr wächst er etwas mehr, breitet sich etwas mehr aus, wie so ein Teppich. Und immer am Rand von diesem Teppich, da kommen die Pilze dann, also die Fruchtkörper kommen dann da heraus. Das ist jedes Mal richtig beglückend, einfach zu sehen, wenn Pilze so wachsen. Denn Pilze haben eine ganz, ganz kurze Wachstumszeit eigentlich nur. Ja, also innerhalb von Tagen, sie kommen einen Tag raus und dann hast du vielleicht ein Zeitfenster von 3, 4 Tagen, wo du sie ernten kannst. Und dann verschwinden sie bzw. fangen an, sich zu zersetzen wieder. Und das macht Pilze nochmal spannender aus meiner Sicht als bei Pflanzen, weil du einfach, du hast ein Stück weit Zeitdruck und es ist so ein Überraschungseffekt. Du kannst noch nicht genau absehen, wo kommt der jetzt raus. Ja, also Ja, wann kommt ja, er? es ist eine ganz, ganz tolle Übung in Geduld. Ja. Du kannst fünfmal rausgehen und du siehst Ja. nichts. Und dann denkst du, ja, ist ja nichts. Und dann gehst du raus und bumm, ist die Fülle Richtig, da. richtig, Ja, richtig. und dann, ja, und was man auch beachten sollte, das haben wir also zum Beispiel als Kinder auch schon gelernt, dass man die Pilze nicht einfach rausreißt, weil eben diese ganze Faserung, die braucht es, dass es wieder weiterleben kann. Also wir haben als Kinder schon gelernt, den Pilz abschneiden, damit das Geflecht drinnen bleibt im Boden. Also ich habe auch gelernt, es wurde oft gesagt mit dem Abschneiden, es ist wohl auch okay, wenn du sie vorsichtig herausdrehst, Ja, die das geht Pilze, auch noch. dass sie sich lösen. Aber ich sage aber, für mich ist es immer noch, nee, lass alles drinnen. Ja, ja, ja. Ich habe immer Messer dabei. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja. Ja, es ist, ja, ich sag, die Welt der Pilze ist schon spannend. Welche, gerade im Wald, welche Aufgabe haben die Pilze? Also
Ganz allgemein gesprochen kannst du sagen, Pilze halten das Gleichgewicht in der Natur aufrecht. Und ihre Aufgabe ist unter anderem, sich von totem Material zu ernähren. Das kann Holz sein, das kann Horn sein. Also sie zersetzen einfach altes Material, damit, wenn es keine Pilze geben würde, würden immer umgestürzte Bäume einfach nur da liegen und der ganze Wald wäre letztendlich voll mit Dingen, die abgestorben sind, aber nichts passiert damit. Und die Pilze, die ernähren sich davon. Da Ja. gibt es eine Gruppe, die nennt sich dann die Saprophyten, die zersetzen sozusagen das organische Material. Dann gibt es noch Pilze, die viel an Bäumen sind, also Schmarotzerpilze werden sie genannt. Vielleicht fällt mir noch mal ein netteres Wort dafür ein. Die gehen letztendlich an Bäume, die schon krank sind. Und wenn du dann diese Pilze siehst, weißt du, okay, eigentlich ist der schon angezählt und es dauert nicht mehr lange und dann wird er auch absterben. Und dann gibt es noch die Mykorrhiza-Pilze. Das sind welche, die leben fein im Boden und leben in Symbiose mit anderen Pflanzen und Bäumen. Und da ist zum Beispiel der Fliegenpilz, ist so ein Mykorrhiza-Pilz, der einfach Austausch betreibt mit der Birke zum Beispiel oder mit einer Fichte, die ja, über die Wurzeln werden einfach Stoffe ausgetauscht. Und der Pilz sorgt auch dafür, dass der Baum gesünder lebt und der Baum gibt als Dank dem Pilz auch etwas davon ab. Und da gibt es eine Menge Pilze, die so leben. Der Steinpilz und die Marone, das sind auch solche Pilze, Mykorrhiza-Pilze. Also da kann man, wenn man diese Pilze suchen möchte, dann geh in die Nähe, Fliegenpilz zum Beispiel von einer Birke oder einer Fichte, schau, ob dort der ist. Und die anderen Pilze haben halt andere Baumpartner, wo man dann auch relativ sicher sein kann, da werde ich solche Pilze finden. Das haben wir auch von unserem Opa im Prinzip schon gelernt. Das ist so überliefert auch. Wenn du im Wald, wenn du so einen kleinen Birkenhain oder was findest, schau nach. Entweder gibt es die Birkenpollen oder ganz oft auch eben Fliegenpilz. Und wenn Fliegenpilz ist, kann heute auch sein, dass dort Steinpilze Ja, sind. ne? Also Das ist von so, Hölzchen auf ja, Stöckchen und so weiter. so Ja. wurde es uns schon überliefert, so quasi. Ja, auch da, ich sage ja, weil führen lassen, auch da mit Riechen, mit Schauen, mit allen Sinnen durch den Wald gehen. Und nicht, ich sage ja, weil Pilze suchen, macht man nicht im Schnelldurchlauf. Pilze suchen ist Zeit zur Ruhe. Man geht langsam, man geht Schritt für Schritt, man beobachtet sein Umfeld, man nimmt alles wahr. Man sieht die Fahne, man sieht die Moose und es ist also auch so, ja, Zeit für Ruhe einfach. Gemütlichkeit. Ja, es ist was sehr Meditatives. Also Ja. gerade wer jetzt von unseren Zuschauern merkt, ich bin sehr, sehr gestresst und angespannt. Ich habe noch nicht so meins gefunden, wie ich auch runterkommen kann. Pilze suchen kann eine wahnsinns entspannende Tätigkeit sein. Du kommst sehr gut zu dir und hast auch frische Luft, einen schönen Waldspaziergang. Und es Ja. muss noch nicht mal sein, dass du sie sammelst. Es ist eigentlich für einen Einstieg richtig schön. Da ist ein Pilz und da ist ein Pilz. Also ich habe meine Tochter ganz stark damit angesteckt und die kann mir jetzt sogar, wenn wir mit dem Auto fahren, schnell sagen, Mama, guck mal, Pilz, Pilz, Pilz. Und das kann ein lustiges Spiel einfach auch werden, Ja. weil sie halt so überraschend da sind und dann sind sie wieder weg. Und das Ja. ist, ich finde, das hat richtig was von Weihnachten auch, ja, so ein Überraschungseffekt einfach mit den Pilzen und es kommt einfach so eine ganz kindliche Freude kann wieder aufkommen dabei. Ja. Jetzt, wie kann man den Leuten so den Einstieg näher bringen in die Welt der Pilze?
Mit was kann man sagen, fangt mit dem an oder schaut euch das an? Also, ich kann von mir ein Beispiel einfach geben. Ich bin leider nicht so aufgewachsen, dass ich Pilze schon von Kindheit an kannte. Ich habe es erst als Erwachsene, also jetzt eigentlich erst so mit Mitte 40, habe ich angefangen, mich damit zu interessieren und musste mir das richtig mühsam erarbeiten. Und ich habe das so gemacht, ich habe einen Pilzkurs besucht. Und das würde ich auch Leuten empfehlen, die nun wirklich auch ähnlich wie ich noch gar keine Berührung damit hatten. Denn Pilze ist schon so ein heikles Thema. Es kann, ne, die große Angst, ich vergifte mich oder aber ich finde einen tödlich giftigen Pilz, ist natürlich im Raum. Und ich konnte damit ein bisschen die Berührungsängste einfach verlieren. Und da kann ich euch auch erzählen, ich war in einer Gruppe mit gemischt wissenden Leuten. Da waren Leute, die wussten schon ganz, ganz viel was über Pilze. Und das war für mich als jemand, der das nun gar nicht wusste, schwierig auszuhalten, denn die hatten ein immenses Pilzwissen aus meiner Sicht und riefen ständig die Namen rein und das ist doch der Pilz und eindeutig, der ist das. Und das war für mich als Anfänger ja sehr irritierend. Und ich dachte, ach, das, ich und Pilze, das wird nichts. Und wir sind dann rausgegangen, auch in den Wald. Ich habe keine Pilze gesehen. Und dann riefen dann welche schon, ah, guck mal hier und der. Und die waren immer alle schneller als ich. Und dann ist es ähnlich wie wenn du Autofahren lernst, sobald du mal ganz alleine Auto fährst, auf einmal bist du aufmerksamer. Du passt mehr auf, weil es ja nun mal keiner da, der dir irgendwie das abnehmen kann. Und so war das beim Pilzesammeln für mich dann auch. Die beste Zeit ist, um überhaupt anzufangen, fand ich als Einstieg der Herbst, weil da hast du wirklich ganz viele Pilze und dass es erstmal nur darum geht, überhaupt Pilze zu sehen. Ja. Also für mich war das erstaunlich, wie viele Pilze es gibt und ich die viele, viele Jahre nicht gesehen habe. Einfach, ja, was du nicht kennst, siehst du nicht. Ja. Und ich habe angefangen mit den Baumpilzen, weil die bleiben länger an den Bäumen. Da hast du ein bisschen mehr Zeit, überhaupt den Blick dafür zu schulen, wie zum Beispiel ein Birkenporling oder der Zunderschwamm. Das sind welche, die relativ häufig vorkommen, die siehst du und da brauchst du bloß hochzugucken und hast wenigstens da schon mal ein Erfolgserlebnis. Und dann im Herbst ging das einfach los, dass ich große Parasolpilze gesehen habe, also diese Riesenschirmlinge, die sind dann wirklich vom Hut her so groß, die kannst du auch nicht übersehen. Und genau, und dann brauchst du natürlich aber auch wirklich Merkmale, die du zur Bestimmung weißt. Denn man sollte wirklich nur Pilze sammeln, die du 100% erkennen kannst. Ja. Und für den Einstieg ist es gut, sich eher auf die Röhrenpilze zu konzentrieren, wie ein Steinpilz, also die, die so einen Schwamm unter dem Hut haben. Denn da gibt es kaum, nee, giftige gibt es dort nicht. Und dann muss ich nur noch sagen, es gibt eine Möglichkeit, wie man sich leider auch mit Pilzen, die essbar sind, vergiften kann. Vergiften heißt dann aber in dem Fall, du kriegst ganz doll Bauchweh und musst vielleicht dich übergeben und hast Durchfall. Das ist auch eine Vergiftungserscheinung. Und zwar passiert das dann, wenn der Pilz zu alt ist. Dann zersetzt er sich nämlich und dann ist er für dich nicht mehr essbar. Und dann spricht man von einer, na, wie sagt man, eine Vergiftung zweiten Grades. Na, so, auf jeden Fall ist es eine, genau, eine nicht echte Vergiftung, so sagt man das. Ja. Ja, aber halt, die macht dann auch doll Erscheinungen. Ja, ich Das, sage, Pilze eigentlich immer frisch verwenden ja. und im Normalfall einfach. Ansonsten kann man sie auch einfrieren oder trocknen oder sonstiges, aber in der Regel werden sie einfach frisch verzehrt. Ja, und beim Einfrieren gibt es ist auch ein bisschen heikel. Also ich würde für einen Einsteiger Ja. lieber empfehlen, trocknen oder wirklich frisch verzehren. Und Ja. wenn du frisch verzehrst, dann wirst du auch wirklich nur so viel sammeln, wie du wirklich brauchst. Also Ja. mach wirklich ein kleines Körbchen. Ja, du hast vielleicht so ein großes Körbchen voll mit Pilzen.
In der Pfanne werden die ja auch noch mal kleiner dann, aber fang wirklich mit wenig an. Was weiß ich, diesen Parasolpilz, nimm dir vielleicht 2 Stück davon und das reicht. Das reicht für eine Mahlzeit für zwei Ja. Personen, ist genug. Ja. Super lecker Schnitzel. Also genau, ich war ja noch bei dem Einstieg, wo Leute, die viel Erfahrung hatten, mich wahnsinnig beeindruckt hatten, aber auch sehr verunsichert hatten, wo ich auch dachte, okay, ich werfe das Handtuch, ich kann das nicht. Dann, als ich selber endlich Pilze entdeckt habe im Wald, immer mehr habe ich dann auch mehr natürlich versucht herauszufinden, wer ist denn nun essbar oder nicht. Und da hatte ich meine Lehrerin aus dem Pilzkurs zur Seite. Die hatte uns angeboten, immer wenn wir Pilze finden, dass wir sie fotografieren, von oben, vom Hut, einmal auch unter dem Hut fotografieren und dann nochmal die ganze Gestalt und wo wir den gefunden haben. Das ist auch immer wichtig, ne? Welcher Baum war in der Nähe, was für ein Gebiet ist das, eine Wiese, ein Wald. Wie auch immer. Und dann konnte sie uns anhand der Fotos, nicht immer, aber meistens schon sagen, guck mal, das ist der und der Pilz. Und dann geht es eigentlich daran, dass du dann mit diesem Namen, den du dann schon hast, nochmal genauer guckst, was für Merkmale hat der? Ist das wirklich der, den ich da gefunden habe? Ja. Also, und das macht die Pilzsammeln oder der Einstieg manchmal ein bisschen müßig, weil es halt wirklich Geduld und auch genaues Hingucken erfordert. Und ich kann nur sagen, also ich habe so ungefähr 1 Jahr gebraucht, um so meinen Einstieg zu haben. Ich habe mir ein Gebiet gesucht, wo ich sammeln kann, wo ich täglich hingehe. Ich habe einen Hund und dadurch sind wir wirklich jeden Tag draußen auch. Das erleichtert das ungemein, dass du wirklich ein Gebiet nimmst, was in deiner Nähe ist, sodass du es jeden Tag beobachten kannst. Ich fand, das war ein guter Einstieg für mich, um die Pilze zu kennen, Stück für Stück. Und wie du auch sagst, hab nicht den Anspruch, dass du alle Pilze kennen musst. Guck doch erstmal, was für essbare Pilze findest du. Ja. Und dann ergibt sich das Stück für Stück. Ja. Und ich sage ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die alle kennen. Also es ist für mich utopisch, weil ich habe den Anspruch auch nicht. Ich kenne die, was ich immer schon kenne. Manchmal lerne ich einen dazu. Gerade ich habe mich nie richtig mit den Baumpilzen beschäftigt. Unser Blick war immer unten. Ja, siehst du? Und jetzt lerne ich die Welt der Baumpilze kennen. Und das ist nochmal ein spannendes Thema. Aber Stück für Stück einfach, wie ich Lust und Laune habe. Und so, ich sage, ähnlich wie bei den Pflanzen, mit einem Pilz anfangen. Und dann vielleicht den nächsten Pilz dazu. Ja, und wirklich Geduld haben und Ja. sei dankbar schon dafür, was du hast. Und gerade bei Pilzen ist natürlich toll, nicht jeder hat gleich eine Ausbildung oder einen Kurs parat, wo er hingehen kann. Es gibt sonst auch Pilzsachverständige, die man aufsuchen kann mit seinem Pilzkörbchen, dass man zeigen kann, guck mal, das habe ich gesammelt, ist das essbar? Und auch nicht wahllos, wenn ich keine Ahnung habe, wahllos Pilze mitnehmen. Das macht Nee. nicht, sondern habt Geduld, guckt euch die erstmal an, die ihr überhaupt findet. Nehmt vielleicht einen, um den wirklich sicher zu bestimmen. Und dann, klar, dann sind sie wahrscheinlich schon zu alt, wenn man dann wieder in den Wald stapft und wieder sammeln möchte. Bei Pilzen ist ganz wichtig auch zu wissen, Pilze sind standorttreu. Wenn du an einer Stelle Maronen gefunden hast, wirst du im nächsten Jahr da wieder Maronen finden, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Also einfach geh langsamer ran, weil wenn du dich einmal damit vergiftet hast mit einem Pilz, also wirklich mal richtig ordentlich Bauchschmerzen und alles hattest, das willst du nicht nochmal. Von daher hab die Geduld und mach wirklich Schritt für Schritt und überlege. Einfach im Laufe eines Jahres lernst du schon was und dann im zweiten Jahr kannst du aktiver dann auch werden. Und eine Sache noch, auch wenn du so einen Einstieg machst, es gibt so Pilzgruppen auf Telegram zum Beispiel auch. Da finde ich, ist eine ganz gute Gruppe, die
wo Pilzexperten sind, die dann mit Hilfe von Fotos dir auch schon mal einen Vorschlag machen können, was für ein Pilz das ist. Aber es liegt in deiner Verantwortung auch nochmal genauer zu gucken, die Merkmale einfach von den Pilzen zu vergleichen und auch zu schauen, ist der alt oder nicht. Das fällt einem auch als Anfänger sehr schwer, aber wenn der relativ fest ist am Hut, ja, du drückst so gegen ihn und der Hut bleibt fest, dann ist er meistens auch noch frisch genug. Also da ist so eine Spannkraft drin. Wenn du reindrückst und der ist so schwammig und wellig, und dann ist das meistens schon ein Zeichen dafür, der ist zu alt. Ja. No. Und also das geht mir heute noch so, dass ich manchmal einen Pilz mitnehme, wo ich mal im Wald relativ sicher bin, was es ist. Und daheim schaue ich den an und denke mal, ich weiß jetzt nicht, das könnte doch der andere sein, der nicht so gut für uns ist. Und dann kann es sein, dass ich den daheim nochmal aussortiere, weil ich nicht. Lieber habe ich den nicht in der Suppe oder in der Soße und mir geht's gut. Das ist mir wichtiger. Ja, Und dann ja. kommt er wieder auf den Kompost oder raus im Wald und darf Ja. wieder sein Leben dort leben. Ja. Aber ich da schon auch auf sich achten. Ja, jetzt nicht wahllos im Wald gehen bitte und sammeln und machen. Und oft, gerade in den Dörfern, gibt es auch noch Leute, da wo man hingehen kann und einmal fragen kann. Oder auch die vielleicht schon länger auch im Wald gehen, wo man sagt, darf ich einmal mit dir mitgehen? Kannst du mir mal ein, zwei Sachen zeigen? Redet mit den Leuten. Ist das nicht spannend? Und Pilze stehen ja für Kommunikation. Ja, dieses Pilzmyzel, wie wird das so schön genannt, dieses Wood Wide Web. Einfach Pilze machen, dass du mit anderen einfach in Kontakt gehen musst. Pilze machen, dass du achtsam bist, weil sie sagen, ja, iss mich doch, mach doch ruhig. Ja, wenn du nicht achten, wenn du keine Geduld hast, dann nimm doch ganz viele von, mach doch. Also sie lassen dich und sie sind dir aber auch manchmal ein sehr, sehr harter Lehrer dann. Ja. Und von daher ist es eine ganz, ganz tolle Achtsamkeitsübung und unbedingt den echten Menschenkontakt suchen mit Menschen, die da auch schon Erfahrung haben. Das Internet ersetzt das nicht ganz. Nee. Ja, es Und hilft ein bisschen schneller, aber es ersetzt es nicht. Sagere, Bilder sind gut und schön, aber in der Natur sieht meistens ein bisschen anders aus. Richtig, richtig, richtig. Und Und das macht den Menschen schwer. kommt man nämlich arg ins Zweifeln. Ja, das ist bei den Pflanzen so und das ist bei den Pilzen. Also ich selber tue mich schwer, auch vor einem Bild irgendwas zu bestimmen. Weil ich muss das wirklich in natura sehen und dann, okay, da passt es alles. Ja, ne? Also ich merke auch, die Bücher sind, wenn du dann schon ein bisschen mehr echte Erfahrungen gesammelt hast im Wald, dann sind die Pilze Bücher schon wieder interessant, ja, um sich noch mal sicherer zu sein, um sein Wissen zu vertiefen. Aber für den kompletten Einstieg finde ich auch Bücher ja sehr hinderlich eigentlich erstmal. Es ist wirklich gut. Es gibt sehr viele Pilzvereine auch deutschlandweit. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, die kann ich sehr empfehlen. Da ist auf der Webseite ist auch ein Finder, wo man die Postleitzahl eingeben kann, dass man so gucken kann, wo gibt es einen Pilzsachverständigen in meiner Nähe. Und viele solche Vereine, die bieten auch Pilzwanderungen an. Und das würde ich für einen Einstieg auf jeden Fall empfehlen, nimm jemanden mit, der schon Ahnung hat, wie Oma, Opa oder Verwandtschaft, oder aber wenn ich das so nicht habe, dann halt solche Gruppen und Vereine einfach, wo man mal mitlaufen kann, weil da kannst du Fragen stellen, lernst Leute kennen, die schon infiziert sind vom Pilzfieber und genau. Wollen wir ein bisschen in die Pilze einsteigen? Sehr gerne. Einmal ein bisschen den Leuten auch ein bisschen die Pilze zeigen. Ja.
Also, das ist ein Baumpilz. Mit dem habe ich angefangen, so meine Eintrittspforte in die Pilzwelt. Den sieht man ziemlich oft an Birken, die dann schon absterben, oder aber an umgefallenen Birkenstämmen. Das ist der Birkenporling. Ganz deutlich von oben so bräunlich, beigefarben. Und ganz wichtig, du drehst ihn um und guckst, der ist ganz, ganz weiß. Wenn er anfängt, da schon gelblich oder bräunlich zu werden auf der Unterseite, dann ist er zu alt. Dann solltest du ihn nicht mitnehmen. Es ist nicht unbedingt ein Speisepilz, das muss man auch wissen. Ich schneide ihn klein zu Hause und trockne ihn in einem Dörrautomaten und dann mache ich mir einen Tee davon. Er ist sehr, sehr gut für sämtliche Verdauungsbeschwerden. Bei Sodbrennen hilft dieser. Er ist so, ja, wie sagt man, es sind viele Gerbstoffe drin, so säuerlich bitterlich, so ein Stück weit. Also, und riecht wahnsinnig gut, wenn du ihn kochst, wie, ja, wie Champignons einfach. Also es. Er ist auf vielen oft bekannt als Heilpilz, Ja. weil er auch immunstärkend ist, antibakteriell, Genau, antiviral. genau. Viele der Heilpilze sind ja auch entzündungshemmend. Und das hat der Birkenpolling auch. Ja, also von dem her. Sehr schöner, also auch schöner Pilz. Also ich freue mich immer gerade, die Baumpilze, die haben so eine ganz besondere Art, so in ihrer Vielfalt. Sie sind wunderschöne Gewächse, Ja. also so. Also meine Erfahrung damit ist, ich wohne in der Nähe von einem Wald. Es ist halt sehr, sehr trocken jetzt die letzten Jahre immer wieder gewesen und viele, viele Bäume sterben. Und ich war ziemlich traurig und wusste auch nicht, was soll das eigentlich? Warum müssen die ständig sterben? Und dann habe ich angefangen, mich mehr mit Pilzen zu beschäftigen und habe letztendlich wie einen kleinen Trost drin finden können. Selbst im Sterben schenken uns die Bäume ihre größten Schätze, denn gerade diese Baumpilze tun ja unserem Körper auch gut. Ja, also wenn du dich mit Pilzen beschäftigst, beschäftigst du dich automatisch eigentlich auch mit Tod und Sterben, mit diesem Loslassprozess, mit diesem Prozess, dass etwas wieder auseinandergenommen wird, wieder, ja. So dass es wieder neu zusammengesetzt werden kann. Und in der Art können uns Pilze auch helfen, da eigentlich fast alle Pilze auf unsere Verdauungsorgane einwirken, positiv auch einwirken können, sodass du wieder ausscheiden kannst, also dich entscheiden kannst, wieder loslassen kannst, damit du wieder frischer leben kannst auch. Ja. Also so leite ich mir das ein Stück weit her. Und ja, habe mit dem Birkenpilz auch schöne Erfahrungen machen können bei mir auch selber. Und man sagt, wenn der Pilztee dann ordentlich ausgekocht ist und du eigentlich die Reste dann auch wegtun würdest, man könnte sie auch einem Hund zum Fressen geben, und zwar als Wurmreinigung. Also, ne, dass du letztendlich, Ja. dass der Wurm auch, dass der Hund die Würmer auch ausscheiden kann und als Unterstützung einfach auch. Ja. Fand ich auch nochmal eine schöne Sache zu wissen. Auf alle Fälle. Ja, ich sage ja so vielfältig. Also für mich sind Pilze einfach immer noch so, also eine Riesenvielfalt und eine Riesenfülle, was plötzlich da ist. Ja. Ja, und das, wo ich immer so dankbar bin, weil ich sage, aber die Mutter Erde schenkt uns so vieles und wir können da uns davon ernähren Ja, und ja. auch für unseren Körper sorgen. Ja, wenn ich auch dachte immer ein Jahr, ach schade, dieses Jahr hatte ich noch gar kein Parasol und ich liebe die Schnitzel. Ja. Und dann gehen wir vom Wald zurück und dann schaue ich auf uns in der Wiese auf die Seite und dann denke ich mir, was steht denn da hinten? Und dann gehe ich hinter, stehen fünf große Parasol.
Wow, sage ich, was für eine Fülle, was. Dann habe ich zwei mitgenommen und dann schön Schnitzel gemacht. Ja, und so subtil läuft die Kommunikation auch Ja. ab mit den Pilzen. Also, ne, das, wer damit noch nicht so vertraut ist, einfach denkt vielleicht, naja, jetzt bilde ich mir wieder was ein und, ne. Nee. Aber wenn du anfängst, das doch nicht zu ernst zu nehmen, aber hör mal ruhig drauf und dann kriegst du wieder so ein Geschenk einfach. Ja, das ist einfach ein, dass du das Gefühl hast, ach Mensch, wo sind sie denn? Und zack, dann findest du sie auf einmal. Jetzt haben wir noch einen schönen, der Baumpilz. Siehst du ihn? Nee, noch nicht. Nee, hat nicht funktioniert. Müssen wir nochmal. Jetzt habe ich, ja, da ist er. Jetzt ist er. Oh, okay. Das ist der Parasolpilz, von dem wir beide schon Ja, gesprochen haben. ich wollte Also, eigentlich einen anderen. vielleicht schaffen wir es den auch noch mit rein dann. Ja, und der Parasolpilz, der macht es uns einfach ziemlich leicht, ihn zu entdecken. Er ist sehr groß und wenn er jung ist, dann hat er wie so kleine Paukenschlägel, ja, die man hier so Ja. links sehen kann. Ja. Richtig. Wichtig ist auch, genau, der hat so ein geschupptes Aussehen auf seinem Hut und auch, dass der Stiel so genattert ist. Also Ja. sagt man dazu, dass der so, du siehst die verschiedenen Streifen da, dazu sagt man eine Natterung. Und er ist leicht knollig am Basisende vom Stiel. Ja, das musst du auch sehen. Und es gibt ähnliche Pilze. Es gibt den, glaube ich, den Safran-Schirmling. Wenn man den anschneidet, hat der eine orangefarbene Milch. Oder er verfärbt sich orangelich. Das würde der Parasolpilz nicht machen. Ja. Also ihr seht, es gibt so kleine Unterscheidungsmerkmale einfach, die für einen Anfänger wieder verwirrend sind, wo dann die, die schon ein bisschen mehr Ahnung haben, schon wieder sich in Rage reden, weil sie das noch wissen und das noch. Also Ohren zuklappen und erstmal sich vielleicht von jemandem den zeigen lassen. Und Ja. dann riech ich mal dran, dass du diesen Geruch. Weil gerade bei Pilzen, die haben immer wieder sehr markante Gerüche. Und dann speichert sich das auch schon wieder besser bei dir ab. Und es kann so weit sogar gehen, wenn du immer mal wieder dran schnupperst, dass du durch den Wald gehst, du siehst nichts, aber du riechst es schon und du denkst, die müssen doch hier sein. Mensch, ich kenne doch den Geruch. Ja, also Parasolpilz riecht so ein bisschen nussig auch. Ja, also Hast schwierig zu beschreiben, man muss es selber mal riechen und kommt immer darauf an, auch genau, wo er wächst. Ist es eher eine Wiese oder ist es im Laubwald dann auch? Auch da entfalten die einfach ein anderes Aroma. ich finde ihn sehr intensiv vom Geruch, Ja. also sehr markant. Und da, für mich ist es schön, durch den intensiven Geruch auch ihn zu trocknen und ein Pilzsalz daraus zu machen. Weil da hat man unheimlich schön diesen Pilzgeruch und Geschmack in der Soße oder so, wenn man Ja, das mag. ja. Also ganz faszinierend. Ja, ich sage, ich liebe ein Parasol. Ja, und so kristallisieren sich auch richtige Freundschaften einfach mit Ja. manchen Pilzen heraus, ja, wo du wirklich das Gefühl hast, ach, da ist er wieder, mein altbekannter Freund. Ja, jetzt muss ich bloß schnell schauen. Der Baumpilz, der ist mir verloren gegangen. Der, jetzt gucken wir mal schnell. Aber den finden wir auch noch. Da ist er. Jetzt. Jetzt haben wir ihn. Super. Oh ja. Ja, das war auch ein ganz besonderes Erlebnis letztes Jahr mit diesem Pilz. Das ist das Judasohr. Der wächst gerne, gerne an Holunderbäumen, die auch schon am Absterben langsam sind.
Und ich habe endlich mal so einen Pilz entdeckt. Da war ich mit dem Fahrrad unterwegs, also nicht so in meinem täglichen Spazierwald. Und habe so gedacht, oder habe so mit mir geredet und dachte, ach Mensch, diesen Pilz, warum ist der nicht bei mir und warum sehe ich den nicht? Schade eigentlich. Und dann ging ich wieder in meinem Wald spazieren und auf einmal krachte so ein Ast runter. Und ich dachte, was ist denn das? Und ich gucke näher. Das war von einem Holunderbaum und ich sehe ganz, ganz viele Judasohren und das sind diese Fotos hier gerade von dem. Die haben dort gewachsen und ich habe sie nicht gesehen. Ich bin da täglich lang gelaufen. Und Judasohr ist, der ist so wabbelig, so fast wie so ein Schneckchen oder so ein Öhrchen. Man kennt ihn auch als den Pilz, wenn man beim Chinesen eine Suppe isst, als den Mu'er-Pilz. Ja, der so wabbelig ist, der so ein bisschen knietscht, wenn man den isst. Und ja, und so ist das Judasohr auch zu mir gekommen und ich finde den einen ganz, ganz, ganz besonderen Pilz auch. Das Schöne ist, den kann man auch im Winter finden. Richtig, das ist ein typischer Winterpilz. Ja. Also der mag es kalt. Ja, also wenn Frost kommt, dann fängt der auch nochmal an, so ein bisschen so einen Schub zu machen. Wenn es dann nochmal wieder regnet, dann schirmt er sich so richtig schön aus, breitet sich aus, wie man es hier auf den Fotos sehen kann. Und ich habe auch beobachtet, den habe ich von November bis, glaube ich, sogar bis März hinein finden können. Immer wieder an der gleichen Stelle. Er ist immer mal wieder eingefroren und getrocknet. Und dann, wenn es wieder geregnet hat, hat er sich wieder ausgebreitet. Also das ist auch was Besonderes bei Winterpilzen. Die vergehen nicht so schnell unbedingt. Beziehungsweise hier das Judasohr vergeht nicht so schnell. Da hat man relativ lange was von. Und also den kann man auch super, wir haben den immer getrocknet, wenn wir die gefunden haben. Ja. Weil genauso wie den Mohair, man kann die trocknen und dann, wenn man sie braucht, einfach in heißes oder lauwarmes Wasser legen und dann sind sie wieder voll da. Ja, richtig, richtig, das stimmt. Habe ich auch. Und das, man kann sie wirklich wie so diesen Mohair verwenden. Also wir haben nur eigentlich die benutzt. Und ja, und das Schöne, ich sage aber, wenn wir dann im Winter gesagt haben, wir waren Pilze sammeln, dann hat uns jeder angeschaut, so jetzt geht's los. Ja. Aber die kann man wirklich im Winter schön finden. Ich sage, alte Holunderbäume im Wald oder so, da sind sie gerne. Genau. Ja. Der Judasohr, also das Judasohr, dem werden auch ganz tolle Heilwirkungen nachgesagt. Also auch da, auch der ist für die Verdauung sehr gut. Ja. Was man dem auch zuspricht, sind, dass er für bessere Durchblutung sorgt, durch Blutungsstörungen. Ja. Also da, aber da gehen wir näher im zweiten Teil, also im nächsten Gespräch ein, über die Heilwirkungen und so. Aber das einmal kurz zum Judasohr. Aber wenn ihr der ist leicht zu finden, weil Holundersträuche kennen die meisten. Und wenn da so kleine braune, verschrumpelte irgendwas, dann weiß man eigentlich, das ist Judasohr. Also Und die kann der man auch, eigentlich sehr gut bestimmen. ja, ist, also es gibt eigentlich hier in unseren Breitengraden keinen Pilz, der so aussieht wie der. Ja. Ja, dadurch denke mal, ist der sehr leicht zu sehen und zu bestimmen. Ja, jetzt halt schauen wir mal, was haben wir noch Spannendes? Was hast du mir noch geschickt? Den Schopftintling. Das ist ja genau. Also das ist der Schopftintling, den findest du auf der Wiese häufig. Ja, auf gut gedüngten Wiesen findet man den. Und ich habe hier links habe ich einen, so sollte der aussehen, wenn du ihn nach Hause mitnimmst.
Ja, bei dem Schopftintling ist halt, da muss man schnell sein. Der kann innerhalb eines Tages verderben. Also wenn er aussieht wie so ein Paukenschlegel, dann nimm ihn mit und du musst ihn aufschneiden. Wenn er komplett weiß ist, dann kannst du ihn essen. Und dann die anderen Pilze, die ich jetzt hier auf der Wiese fotografiert habe, die musst du stehen lassen. Die sind einfach schon dabei zu verwesen. Ja, die fängen an von unten, von der kleinen Hutkrempe wird es Ja, schwarz-bläulich das sieht man und dann da. wölbt sich das hoch und langsam verdirbt der Pilz und wird dann ganz wie rechts einfach nur noch, dass der Stiel eigentlich nur Ja. noch übrig bleibt. Und bei Kindern ist der ganz beliebt. Man kann halt Tinte daraus machen aus diesem Pilz. Man kann ihn sammeln, in ein Glas einfach reinlegen, wenn er dann schon so bläulich aussieht und dann verdirbt er langsam. Das riecht zwar unangenehm, aber man kann an einem Tag damit schöne Sachen machen mit dieser Tinte von dem Schopftintling. Also ich habe einmal eine mitgenommen, auch für Heilwirkung. Und der zerfällt wirklich Ja. innerhalb von einem Tag. Den kannst du leider auch nicht trocknen. Also, Nein. oder ich habe es noch nicht Nee, geschafft. habe ich auch nicht. Ja, ne? Ja. Also der ist ganz, ganz schwierig zu verarbeiten, oder was? Also einfach pflücken und wenn er Ja. weiß ist, nimm ihn mit nach Hause und iss ihn. Aber da ist halt auch schön, weil oft die auch in Gruppen stehen und steht neben so einem, ein solcher, ein schöner Weißer, dann Ja. weiß man, den kann ich mitnehmen. Ja, da ist Das der zum Vergleich Bestimmen besser. sehr einfach dann. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist auch einer, der nicht so schnell verwechselt werden kann. Ja. Weil ich sag, sobald der irgendwie schwarz ist oder was oder das Ja. dunkelblau, so, ja, es geht schon Richtung schwarz, dann einfach Finger weg. Aber Ja. wenn daneben so ein schöner Weißer steht, den kann man dann mitnehmen. Da. Jetzt haben wir noch einen. Das ist der letzte. Genau. Und das ist der violette Ritterröteling. Das ist auch ein Winterpilz. Und man sieht schon, ne, der sieht so leicht violettlich aus unter Ja. dem Hut und auch der Stiel. Da fand ich spannend, dass den hatte ich auch mitten im Winter entdeckt und habe gesehen, wie so fast so. Ja, violette Wolle um ihn herum noch war. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und dann habe ich ihn bestimmen können, dass der das ist. Und der hat so einen Geruch, leicht so wie Multivitaminsaft, also so leicht süßlich. Man muss den mal gezeigt bekommen, dran riechen und den Geruch, den vergisst du nicht. Und diesen Geruch, wenn du im Winter im Wald spazieren gehst, du riechst das. Ja. Ja. Wenn du ihn dir schon mal eingeprägt hast, diesen Geruch. Also auch einer meiner Lieblingspilze im Winter, dieser violette Ritterröteling. Und ihr, ach so, auf den Bildern habt ihr auch gesehen, ne, vom Hut Ich oben tue es mir einfach mal Foto gleich. machen. Ich tue es mal her. Ne, also wenn jetzt jemand anhand von Fotos dir helfen soll, was ist das für ein Pilz, mach einmal die ganze Gestalt und auch die Stielbasis, dass man sieht, ist der da knollig unten oder nicht. Dann vom Hut oben die Oberseite und ich habe einmal den Stiel nochmal gebrochen, hier auf dem rechten Bild. Manchmal ist das auch ein Hinweis. Manche Stiele sind, die brechen wie Styropor und manche brechen so faserig auf. Das ist Ja. für einen Pilzkenner auch noch mal eine Hilfe, welcher Pilz das sein könnte, wenn er das nur anhand von Fotos bestimmen soll. Genau. Ja, ich denke, wir müssen noch mal drüber sprechen, wie man Pilze zubereitet. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. So, was kann ich mit den ganzen Pilzen eigentlich alles anstellen? Oh, eine ganze Menge. Wichtig ist halt nur, es ist eine individuelle Verträglichkeit bei Pilzen wichtig. Also es gibt, der eine kann es essen und der andere kriegt Bauchweh davon. Ja. Wie wir in den letzten Videos auch schon mal besprochen haben, es kann aber sein, einmal hast du es wirklich nicht vertragen
Und beim nächsten Mal ist es besser, hat dein Körper sich schon dran gewöhnt. Der war halt nur den Erstkontakt nicht gewöhnt. Ja. Dann auch sagt man allgemein Pilze bitte nicht roh essen. Ich sag mal, diese Regel gilt für Einsteiger. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ach naja, den, was weiß ich, das Judasohr, das kann man doch auch roh essen, das macht gar nichts, den knabber ich so im Wald ab. Habe ich auch probiert. Also bei mir ging es in Ordnung, aber wirklich, wenn du noch keine Ahnung hast, Ja. Pilze ist noch ein größeres Thema als bei Pflanzen, Selbstverantwortung. Ja, Ja, ich also mache es eigentlich bitte. nur bei einem Pilz, und zwar sieht der aus wie die Marune, also die Braunkappe. Und das ist der Bitterpilz. Ah, Und okay. der sieht eigentlich fast gleich aus. Und da, wenn ich mir nicht sicher bin, dann mache ich eine Ecke raus und probier, weil den spuckt man sofort aus, weil der gallebitter ist. Und dann weiß man, der gehört nicht in die Suppe, weil dann kannst du die Suppe wegschmeißen. Aber das ist auch wieder, wenn jemand schon ein bisschen Ja. mehr Einstieg hat als jetzt jemand, der nun gar keine Erfahrung hat, lasst mal erstmal nicht in den Mund nehmen, dann die Ja, Pilze. aber das ist eigentlich der einzige Pilz, den ich Ja. so roh jetzt probier mal. Aber Ja. da auch nur kurz rein und ausspucken und fertig. Ja. Aber ansonsten ist eigentlich, wäre ich noch nie auf die Idee gekommen, einen Pilz roh zu essen. Naja, man macht das, ich sag mal, wir Städter machen das gerne, weil wir das von Champignons gewöhnt sind, die dann Ja. in den Salat klein geschnitten sind. Vertragen wir. Ja. Ja. Aber trotzdem oder daher meistens auch die Idee oder die Frage, ob man Pilze nicht auch roh essen könnte. Also wirklich für einen Einstieg nicht zu empfehlen. Macht Nee. das nicht. Ja, wenn ihr euch sicherer seid, probiert es aus. Aber wirklich, das ist Ja. Thema Eigenverantwortung. Ja. Wichtig auch noch zu wissen, es gibt keine kontaktgiftigen Pilze. Das heißt, ich kann alle Pilze anfassen. Ich werde davon nicht vergiftet. Allerdings natürlich nicht dann im Gesicht verreiben, die Hände oder im Mund irgendwie nehmen. Also Kindern vielleicht wirklich auch sagen, nicht anfassen. Aber Ja. wir Erwachsene, du kannst alle auch mal anfassen. Es macht nichts mit dir. Auch die Ja. tödlich giftigen. Da Ja. gibt es nicht so viele, das musst du auch wissen. Hier in Deutschland gibt es nicht viele tödlich giftige Pilze. Die lohnt es sich zu lernen und dann kann man sich wieder ein bisschen entspannen. Ja. Ja, aber wie kann ich sie jetzt essen? Ja, richtig. Beim Essen ist Folgendes. Wie wir beide schon gesagt haben, gibt die eine Variante, ich habe gesammelt und ich bereite sie mir frisch zu. Dann werden die ein bisschen geputzt, also nicht unter den Wasserhahn halten, weil sie heißen Schwammerl. Und warum heißen sie? Weil sie sich sonst richtig vollsaugen mit Wasser und richtig labberig werden. Die kriegst du nicht mehr schön zubereitet. Also man kann sie kochen oder braten oder wie auch immer, auf jeden Fall erhitzen. Mindestens 10 Minuten. Also genau, putzen, kleinschneiden, erhitzen, kochen, braten. Wie auch immer, genau, mindestens 10 Minuten. Ich mache es ganz gerne so. Ich mache sogar 15 Minuten. Ich mache ein ganz bisschen Wasser in die Pfanne rein, lege die Pilze rein, lasse die 15 Minuten da bei Hitze einfach durchbraten und dann zum Schluss nochmal 5 Minuten mache ich ein Stück Butter mit rein. Einfach aus dem Grund, dass die sich nicht so vollsaugen mit Butter. Manch einer hat dadurch Unverträglichkeiten, weil die dann so schwer im Magen liegen, Ja. wenn ich gleich von Anfang an mit Butter die brate. Nur so mein kleiner Tipp. Ja. Und dann natürlich kann man sie auch trocknen. Da ist ein Dörrautomat ziemlich gut. Ja. Ja. Aber man kann es auch im Backofen, man kann sie auch klein schneiden und an eine Schnur fädeln. Ne? Und da ist dann wichtig, wenn ich sie dann wieder verwerte, dass ich danach, nach dem Trocknen wieder verwende, dass ich sie einweiche in Wasser und dann das gleiche Prozedere, was ich mit Kochen und Braten gesagt habe, mindestens 10 Minuten Hitze Ja. aussetzen. Ja. Und man sagt, getrocknete Pilze haben noch mehr Aroma oder sind aromatischer sogar noch als die frischeren. Intensiver, ja.
Man kann eben dann auch aus die getrockneten eben Pulver machen Ja. oder Pilzsalz oder so Sachen. Also da kann man wieder kreativ werden. Ja, Ja, auf gerade so Pilzpulver oft, wenn man in einer Soße oder Suppe irgendeinen Geschmack braucht, ist das also herrlich. Ja, und meine Erfahrung ist auch, ich mag die Pilze am liebsten wirklich dann kurz gebraten mit Butter und gar kein Salz und Pfeffer dran, sondern pur. Ich finde das so schön, dass einfach dieses Yes. Pilzaroma, dieses pure Aroma Ja, zu ich essen. bin heute in Bayern aufgewachsen und bei uns gibt es eine Schwammerlsuppe. Ja. So richtig deftig und mit Knödel. Ah, okay, ja. Sehr schön. Hört Und, sich sehr oh, lecker an. herrlich lecker. Und das kocht dann sowieso eine Zeit vor sich hin. Und da kann man ja, da kommt da ein bisschen Zitrone oder ein bisschen Wacholder eventuell rein. Oder wer Speck mag, der tut ein bisschen geräucherten Speck mit rein. So, das ist halt schon eine Hauptmahlzeit dann auch. Ja, Es braucht gar nicht viel mehr. man kann sie, natürlich kennt man Steinpilz in die Pilze, in die Nudeln oder auf der Pizza oder. Also die Vielfalt ist da auch wirklich da. Ja. Und bei Und ich. Pilzen ist es auch, es muss nicht immer so ein großes Menü sein. Es reicht wirklich auch was Kleines, Ja. was schon sehr sättigend sein kann, beziehungsweise zu Kartoffeln gereicht auch eine vollständige Mahlzeit Ja. sein kann dann. Ja. Und oft ist wirklich nur dünsten mit ein bisschen Kräuter oder so Ja. herrlich. Ja. Als Beilage. Ja. Also die Welt der Pilze ist genauso wie die Welt der Kräuter unheimlich, wie soll ich das jetzt sagen? So, da ist so eine Riesenfülle da Ja, und, ja. so viele Möglichkeiten. Nur halt hier wirklich achtsam und auf. Jeder schaut auf sich, jeder wirklich da achtsam mit sich auch sein und mit der Natur natürlich. Weil ich sage, wirklich rausdrehen oder abschneiden, auch da sorgsam umgehen, weil wir wollen ja im nächsten Jahr wieder ein paar Pilze haben. Wir Richtig. freuen uns ja wieder drüber. Genau. Und zusätzlich einfach, ihr müsst wissen, das sind Waldarbeiter, die tun eine Menge für den Wald, dass der Humus wieder aufbereitet wird. Und dann stören wir sie nicht bei der Arbeit. Und wenn jeder wirklich nur so viel sammelt, wie er wirklich in der Pfanne auch selber verzehrt, das ist nicht viel. Und ich finde das auch schön, wenn du ein Waldstück hast, wo du täglich hingehen kannst, dass du einfach wie einkaufen gehst und dir ein Stückchen frischen Pilz mitnimmst, den Rest wieder dran lässt, weil du ja morgen noch mal hingehen Ja. möchtest. Ich sag, was man noch vergessen hat, was man auch machen kann, einfrieren. Ja, hast du Aber da da bitte blanchieren, in heißem Erfahrung? Wasser blanchieren, kurz, und dann in die Tüten packen und einfrieren. Ja, das taucht nämlich immer wieder auch in der Pilzgruppe, in der ich auch Mitglied bin, auf die Frage, gerade mit den, wenn es Frost gibt draußen im Wald, ob ich die Pilze dann noch sammeln kann. Und dann ist oft die Antwort, ja, nein. Und zwar, Winterpilze kannst du nach dem Frost noch sammeln. Aber die anderen Pilze sind dann verdorben, das war's dann. Und Ja. dann fängt schon wieder an als Anfänger, oh, was sind denn Winterpilze und das ist jetzt einer. Ja. Du kannst dir aber merken, die beiden Fotos, die du gesehen hast vom Judasohr und auch vom Ja. Ritterröteling, die beiden sind Winterpilze. Die kannst du sammeln, auch wenn es gefroren hat. Also die können das ab. Alle Ja. anderen musst du sein lassen, das war's dann. Die kannst du nicht. Also es gibt noch mehr Winterpilze, aber nicht so viele. Dann Nee. gibt es noch ein paar Baumpilze da dann. Ja, ich denke mal, wir haben ganz viele jetzt zu den Pilzen, die Welt der Pilze einmal eröffnet. Und ich hoffe, wir haben vieles
beitragen, um die Neugier zu wecken, um vielleicht einmal rauszugehen und auf die Suche nach den Ersten. Jetzt ist die Zeit die richtige dazu. Gerade der Oktober ist meistens die größte Fülle an Pilzen da. Und geht einmal durch den Wald, schaut, was ihr seht und lasst euch überraschen, wie vielfältig und auch farbenfroh die Pilze sind. Oh ja. Und geht nach den Gerüchen. Also ich, wenn im Wald gehe, oh, Pilze sind da. Ich rieche sie. Und dann freue ich mich, wenn ich die ersten sehe. Das müssen noch nicht einmal essbare sein oder was, Ja, oder die ich ja. kenne, sondern ich freue mich einfach, boah, es geht los. Die ersten sind da, sie zeigen sich. Ja. Und einfach da mit dieser Freude auch in den Wald zu gehen. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch und da werden wir dann ein bisschen mehr in die Heilwirkungen eingehen. Was können die Pilze alles? Wie kann man sie noch verwenden oder noch damit arbeiten oder es unserem Körper und auch den unserer Tiere Gutes tun? Genau. Ich danke dir ganz herzlich, Anke, wieder für das tolle Gespräch. Danke, dass ich Und dabei sein durfte. ja, und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Also, es bleibt spannend, bleibt dran. Und wie immer, wenn es mögt, schenkt uns einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal, dann versäumt ihr auch nicht das nächste Video. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Oh, jetzt sehe ich nichts, die Sonne blendet.